200 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. So wie man denen, die ihre Pflicht nicht erfüllen, nicht gedenkt, werden wir in Vergessenheit geraten, falls wir versagen sollten. In den Annalen der Geschichte sollte festgehalten werden, dass an diesem Tag und zu dieser Stunde sein göttlichstes Licht erneut diese Welt beschien, die 4 Jahrtausende lang in Finsternis gehüllt und vor seinem Blick verborgen gewesen war. Erster Eintrag in den Annalen der großen Eroberung von Karlak. Meme geschrieben im Jahr 779 M41. Und so steht ihr vor dem gewaltigen Kenotaph in der Hauptstadt Kartir, habt gerade euren Thronagenten nach unten geschickt und steht vor den gewaltigen Toren, die offen und leer vor euch stehen. Gut, Brüder. Wir sollten uns im Grab mal näher umschauen. Unten waren wir noch nicht, aber was auch immer das Loch verursacht hat, es ist nicht weit abwegig, dass es sich tatsächlich um eine Servorüstung gehandelt hat. Es ist unwahrscheinlich, dass wir ihren Verursacher hier noch antreffen. Doch darf kein Winkel unbeleuchtet bleiben. Wir stimmen zu, wir sollten uns umschauen und diese Entweihung dieser geheiligten Grabstätte erzürnt mich. Wir können vor allem davon ausgehen, dass sie uns wieder mal ein Präsent überlassen haben. Sie scheinen wohl ihre Spuren verbergen zu wollen. Auch diese Grabstätte ist nur ein schwacher Abklang des verlorenen Glanzes der Menschheit. Trauert nicht zu sehr um sie. Wir sollten, bevor wir reingehen, genau sich aufpassen, dass wir nicht in irgendein neues Geschenk von ihnen hier reinfallen. Nicht, dass wir das Grab mal noch mehr schänden, als es eh schon geschändet wurde. In der Tat. Wir werden unsere Pflicht erfüllen. Mehr und nicht weniger. Ich werde mal meinen Auspex rausholen und versuchen, dem irgendwelche Informationen zu entlocken, ob ich vielleicht Sprengstoffspuren oder ähnliches finde. Da brauche ich auf alle Fälle einen Tech-Gebrauchwurf von dir. Ja, das habe ich befürchtet. Aber du bist ein Ultramarine, die können alles. Ja, du versuchst so ein bisschen durchzuschalten durch den Auspex. Bist dir nicht ganz sicher, wie man den bedient. Da bräuchte man am besten jetzt sowas wie ein Iron Hand oder generell einen Tech-Priester. Und es klickt ein paar Mal, aber du hast auf alle Fälle ein Licht. Also man kann damit jetzt schauen. Und eure Servorüstung, eure Helme haben selbstverständlich auch Licht genug und ihr könntet auch im Dunkeln sehen, aber zumindest wenn ihr dann im Westen des Monuments durch die mächtigen Tore schreitet, die Bresche ist groß genug auch für die Servorüstung eines Space Marines und könnt dann auch sehen, wie die Wände in seltsamen goldenen Zeichen fluoreszieren, glitzern, gerade wenn das Licht von einem Auspex dann auch so ein bisschen reflektiert wird und dann könnt ihr nach wenigen Schritten in einer gewaltigen Halle stehen, ein riesiges Abbild des verschollenen Tiberchillus, der hier im hohlen Herzen des Monuments steht, in all seiner Pracht, in all seinem Stolz, so wie er zu Lebzeiten sich wohl gegeben hat. Wirklich kennengelernt habt ihr ihn nicht, weil er hat viele Tausende von Space Marines befehligt, viele von Millionen von Soldaten und jetzt wo er verschollen ist, wirklich gestorben, kann man nicht sagen.
Sein Schiff ist im Warp verloren gegangen, das wisst ihr selbstverständlich, aber das Loch in diesem Boden, in der Platte unter euch ist selbstverständlich auch nicht zu übersehen. So könnt ihr dann langsam und vorsichtig euch dem Ganzen nähern, wie es dort klafft. Also ich teile meinen Brüdern mit, dass ich auf dem Ausbex nichts sehen kann, aber mit so einem Nachsatz wie, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, dass ich den richtig bediene. Dann gibt es nur einen Weg, Licht ins Dunkel zu bringen. Und das ist mutig. Und ich springe ins Loch. Okay, du springst runter und... fange mich natürlich, bevor ich unbequem aufschlage, mit dem Jumppack ab. Ja, genau, du hast ja selbstverständlich noch dein Sprungmodul und kannst es dann zünden, kurz bevor du aufschlägst. Es sind wohl viele, viele Meter, die du gesprungen bist. Das kann man selbstverständlich überleben, vor allem als Space Marine in Servorüstung. Ein Mensch, der jetzt hier runterspringen würde, würde es allerdings sehr wahrscheinlich alle Knochen in seinem Leib brechen. Und wenn dann das Prometheum aus deinem Jumppack das Ganze so ein bisschen beleuchtet, ebenso das Feuer taucht das Ganze in so ein unwirkliches Bild, kannst du sehen, dass du in einer verfallenen imperialen Kathedrale stehst. Die Holzbänke sind schon vor langer Zeit verrottet, es gibt noch ein paar schmückende Ornamente, aber du kannst sehen, dass hier wohl schon viel geplündert worden ist. Fragmente von Statuen, von Mosaiken, die teilweise erhalten sind, teilweise abgebrochen, noch einige Space Marines, die du dann hier sehen kannst, irgendwelche Ordensbrühe. Ja, und so kannst du dich dann langsam zwischen den Düsen auf deinem, ja, in der nächsten Ebene fallen lassen, der imperialen Kathedrale. Die anderen hören knackend Arminius' Stimme in ihrem Funkgerät. Brüder, der Imperator scheint auf uns herab. Ihr müsst euch dies ansehen. Dann werde ich dann dir folgen. Und springe hinterher. Also ich knie mich oben an den Rand und schaue runter und das reicht auch. Ich wende meinen Helm zur Richtung Bruder Octavius. Und wir werden nicht ein solch leichtes haben, dort runterzukommen. So. Ich denke, wir geben von hier oben Deckung, Bruder. Was meinst du? Sollten wir es für nötig befinden, werden wir runterspringen. Brüder, haltet mit uns Kontakt. Ich habe eure Vitalmonitore auf meinem Diagnosehelm. Ja, ich ziele natürlich mit meinem Bolter auf irgendwelche Schatten, die ich da unten sehe, aber... Unten lande ich dann neben Bruder Arminius und schaue mich erstmal vorsichtig um und höre mich auch um. Versuche halt meine gesamten Sinne zu verwenden. Ja, die Wände der verschiedenen Seitenaltäre und der Schiffe klaffen hier offen. Es ist alles so ein bisschen rundlich gehalten. Ja, wie so ein Mausoleum, würdest du sagen. Ähnlich auch wie der Aufbau oben mit dem Grabmal, wobei es dann eben darüber gebaut worden ist. Und wie gesagt, es ist teilweise zerstört, teilweise geplündert. Ob das schon länger her ist, weißt du nicht ganz auszumachen. Aber die altehrwürdigen Rüstungen, die hier stehen, teilweise noch Mark IV Rüstungen, warum auch immer die hier, Mark IV, das ist schon ziemlich lange her, kannst dich so ein bisschen umher tasten an den Seitenaltären vorbei und kannst dann die Reste vom Mausoleum erkennen. Verfallenen Reliquienschrein, müsstest dich dann für verschiedene Abzweigungen entscheiden. Kannst einen gemeißelten Tunnel erkennen. Wir sollten uns schnell bewegen, um keinen Hinterhalt zu provozieren. Geht ihr dort entlang und ich hier. In Ordnung, wir halten Kontakt. Okay, dann teilen wir uns auf. Ich nach links gehen. Gut, dann ist es für mich wohl rechts. Arminius, du gehst nach rechts, ja? Dann gehst du zum... Ich weiß nicht, was rechts ist, also... geplünderten Mausoleum. Hinter dir auf dem Seitenschiff befindet sich wohl eine riesengroße, höhlenartige Gruft, in die du dann betrittst. Leere Regale, Postamente sind in einem einzigen Hinweis darauf, dass es hier wohl ein Sarkophag mal gegeben hat. In der Mitte des Mausoleums befindet sich eine quadratische Erhöhung. Alles, was von der Figur aus stumpf grauem Metall übrig ist, die sich wohl auf dieser Plattform befunden haben muss, sind die länglichen Stiefel mit den überlappenden Schuppen, die in Richtung der Füße verlaufen. Gegenüber der Statue, oder der ehemaligen Statue, ist ein Kreis in den dunklen Boden eingelassen. Und wenn du das Ganze so ein bisschen untersuchst, siehst du wohl,
Es sieht aus wie inaktive Mikroschaltkreise, grober Radius von 5 Metern. Aber was das Ganze zu bedeuten hat, da müsste man wirklich einen Techmarine fragen. Ja, wenn einmal drauftreten keinen Effekt hat, werde ich noch einen Moment lang die verlorene Großartigkeit dieses Mausoleums betrauern und dann langsam die Boltpistole durch den Raum schwenkend weitergehen, bis ich auf der anderen Seite nämlich an herauskomme. Ja, genau. Kannst dich so ein bisschen umhertasten und trittst dann wieder zurück in das Hauptschiff der ehemaligen Kathedrale. Währenddessen ist Bruder Thordal verschwunden in einem weiteren verfallenen Reliquienschrein. Der Bereich des uralten Bauwerks befindet sich in einem besonders schlimmen Zustand des Verfalls. Die Bauarbeiten darüber, als dann der Rest vom Kenotaph gebaut worden ist, hat wohl dafür gesorgt, dass Teile der Mauern und der Decke eingestürzt sind, wodurch dann eben auch die einst mächtige Kammer zu einem Labyrinth aus aufgetürmtem Schutt geworden ist. Ein fernes, sich wiederholendes Kratzen, was du wohl vernehmen kannst, was wohl nicht von den Servoschuhen von Bruder Arminius kommt. Irgendwie kratzt es, als ob du Metallwerkzeug hörst. Ja, du kannst auch sehen, wie wohl noch ein bisschen Steine und Erdreich sich bewegt haben, immer runtergebrochen sind. Und kannst dann, wenn du dem Ganzen folgst oder das eine oder andere beiseite schiebst, irgendwas hören. Nun, in der einen Hand die Boltpistole, in der anderen Hand das Kettenschwert. Ich Schritt für Schritt versuche ich vorsichtig weiterzugehen rum und versuche genauer hinzuhören, was genau dieses Geräusch verursacht und von wo es kommt. Ja, du kommst weiter um eine halb verfallene Säule und kannst dann, hast du dein Licht angeschaltet oder hast du es ausgemacht? Nun, da ich glaube ich nicht 100% Nacht sehe, aber ich muss gerade mal gucken, ich glaube nicht. Die Frage ist jetzt, wie viel Licht denn da ist, dass ich überhaupt was sehen kann? Ja, zurzeit ist sehr wenig da, also es kommt ein bisschen was durch das Loch. Aber je weiter du dich von dem entfernst, desto weniger wird das eben. Ich denke, ansonsten sieht man nur noch das Restlicht von Arminius' Lampe, den ist auf jeden Fall an. Und dann habe ich definitiv mein Licht an, weil ich habe ja keine eingebauten Lampen in der Augen. Ja. Da wo du gehst und wandelst, musst du dich auch nicht verstecken, du bist Space Marine. Und wenn du dann weiterkommst, kannst du jemanden hören. Ey, hör auf jetzt sogar, Mann, die sind hier. Gibt so einen flüsternden Funk an meine Brüder weiter, was ich gerade gehört habe. Und mach mich mehr oder weniger bereit, dass mich eventuell jetzt von jedem Moment irgendwas von anfallen wird. Geh aber weiter in die Richtung, wo ich die Geräusche gehört habe. Glaubst du nicht, sie müssten den Ort besser kennen als wir, wenn sie doch die ganze Zeit hier unten gewesen sind? Nö, das haben die nicht gesagt. Ich will noch nicht draufsetzen, dass die bereit sind, mit uns zu teilen. Ich hab gehört, die bringen jeden um. Zeigt euch! Psst. Zeigt euch oder ich hole euch. Du kannst sehen, wie hinter einem Schutthaufen zwei Hände sich nach oben strecken. Nicht schießen, wir sind unbewaffnet. Und wo ist der andere? Oder der Rest? Du kannst sehen, wie sich nach und nach 2, 4, 6, also insgesamt 6 Hände nach oben strecken. In einer Hand haben sie ja noch Schaufel. Und dann kannst du sehen, wie 3 Männer mit dem Kopf nach oben kommen. Massige Gestalten. Und ihre Gesichter sind so ein bisschen Ruß oder Staub geschwärzt. Wir haben nichts gemacht. Er wirft die Schaufel weg. Ihr habt nichts gemacht. Guckst so ziemlich verbost und grimmig in die Richtung der fliegenden Schaufel. Und schalt einfach mal mein Kettenschwert an. Stopfe mit dem nächsten Schritt darauf auf ihn zu. Aber wir haben doch gemacht. Wir haben nichts gemacht. Wir sind unbewaffnet. Es ist mir egal, ob ihr unbewaffnet seid oder nicht. Ihr habt einen Ort geschändet. Einen heiligen Ort. Und während du auf 10 Meter an sie herangegangen bist,
Du kannst wohl hinter dir auch schon das grüne Lumen erkennen von Bruder Arminius. Da siehst du, wie einer wohl hinter den Staub greift, hinter dem sie sich eben verborgen haben. Er holt eine Spitzhacke hervor und rennt auf dich zu. Wenn er auf mich zurennt, ziehe ich mein Kettenschwert hoch, pariere und im Zweifel ziehe ich das Kettenschwert halt durch. Ja, okay, alles klar. Dann würfeln wir das einmal kurz aus. Wird wahrscheinlich nicht so lange dauern. Initiative brauchen wir nicht. 100, er patzt. Er fällt höchstwahrscheinlich in dein Kettenschwert. Das befürchte ich jetzt auch. Gehen wir mal an W100. Oh, 73 reicht. Das reicht sogar noch, ist zwar nicht gut, aber er kommt auf dich zu, stolpert wohl über einen Balken und versucht wohl noch sich zu fangen. Da ist aber schon ein Kettenschwert nur so ein bisschen nach vorne gehoben und während er dann fällt, sich mit seiner Spitzhacke noch versucht abzustützen, kannst du ihm die Kehle aufschneiden und sein Kopf kugelt in eine Richtung davon. Die anderen heben weiter die Arme, strecken sie weit von sich, treten auch irgendwie noch einen Meter von der Schaufel weg, die da vor ihm liegt. Und wir haben wirklich nichts gemacht, bitte nicht. Er hat selber Schuld. Ich schau die anderen an. Wenn ihr weiter lügt, lügt ihr den Imperator an. Wir sagen euch alles, was ihr wissen wollt, aber wir wissen nicht viel. Ja, okay, wir sind Grabräuber, aber wir wussten nicht, dass das hier immer noch benutzt, dass hier jemand runterkommt. Raus hier. Bis in die Mitte. Ins Licht. Ja, die versuchen dann so weit wie möglich von dir wegzuklettern, aber eben deinem Befehl folgend, nur dass sie eben nicht in Reichweite deines Kettenschwerts kommen. Das läuft doch immer fleißig. Mhm. Kannst auch sehen, wie Bruder Arminius da sich hinter dir aufgebaut hat und mit seinem Helmvisier dich mustert, wenn dann die anderen beiden dort in die Mitte der imperialen Kathedrale laufen. Bruder Tordal, Bericht. Deine Adrenalin- und Cortisolwerte sprengen die Skala. Pure Ketzerei. Verunscheinung des Tempels, des Schreins. Und jemand meinte, mit einer Spitzhacke mich anzugreifen. Dann quetsch sie aus. Finde heraus, was sie wissen. Und dann werden wir sie neutralisieren. Wir wissen nicht, was sie gesehen haben. Ich hoffe, das, was uns hilft. Ich werde erst einmal den Schrein schauen, ob sich hier noch einer von diesen Aasgeiern versteckt. Arminius? Ich werde sie in Schach halten. Das ist gut. Arminius steckt die Boltpistole dann tatsächlich auch erstmal weg. Und geht mit den beiden in die Mitte der... Wie nennt man dieses runde Ding eigentlich? Des Hauptschiffs. Das Hauptschiff, genau, richtig. Ja, dann Tordal, gib mir nochmal bitte eine Aufmerksamkeitsprobe. Das könnte gelungen sein, oder? 64? Ohne Helm bin ich mir da nicht so sicher. Doch, doch. Mit Helm sehe ich, habe ich sogar bessere Werte als ohne Helm. Deswegen, ja, du hast keinen Helm auf, also müsstest... Ja, damit habe ich es geschafft. Ah, okay. Einen Punkt gerade so geschafft. Okay. Du kannst wohl sehen, dass an der Stelle, wo sie sich verborgen haben, noch ein weiterer Gegenstand liegt, der keine Spitzhacke und keine Schaufel ist. Es handelt sich dabei um einen fremdartigen Stab mit verzweigenden und sichelförmigen Klingen, der so ein bisschen grünlich glimmt. Ich will irgendwie darüber Gedanken machen, was das sein könnte. Ja, Xenotechnologie. Okay. Also du weißt nicht, was das ist, aber das sieht nach Xeno aus. Imperiale Technik sieht anders aus. Ja, ja. Sieht es nicht vor allem so aus wie die Gegenstände, die wir in dem Buch beschrieben gesehen haben? Ja, das wäre ja, dafür bräuchte man natürlich noch jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Intelligenz hat als Tordal und vielleicht auch ein bisschen mehr Licht, aber ja, es ist auf alle Fälle Xenotech. Vielleicht das, was der Inquisitor hatte oder generell gesucht hat. Bruder Octavius? Ja, mein Bruder? Ich habe hier einen Gegenstand gefunden. Ein Gegenstand, der der Beschreibung, den ihr uns aus dem Buch mitgeteilt habt, oder uns wurde, der erinnert euch? Ja, ein wenig. Definitiv Xenos, gehe ich davon aus. Es ist definitiv keine imperiale Technik. Was macht ein Xeno-Artefakt in einer imperialen Grabstätte? Das frage ich mich auch. Mir ist sicher,
man sollte es definitiv nicht offen stehen lassen. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn wir es mitnehmen. Wir sollten es bergen und der Inquisition übergeben. Die haben solche Verwahrungskammern dafür. Dann werde ich es an mich nehmen und euch hochreichen. Ja, ich denke, ihr müsstet eher es hochwerfen oder hochfliegen oder sowas. Ja, oder sowas, definitiv. Stecke dann meine Boltpistole weg. Derweil haben sich die anderen beiden übrig gebliebenen Männer vor Bruder Arminius hingekniet. Wir schwören beim Imperator, die heiligsten Eide, die ihr aufbieten könnt, dass wir nie wieder uns in diese Ruinen vorwagen werden. Bitte, tötet uns nicht. Heilige Eide scheinen euch nicht viel zu gelten, wenn ihr bereit seid, seine Werke zu entweihen. Aber wir haben doch gar nichts mitgenommen, was imperial ist. Das sind nur die Sachen, die Alexei Drasch will. Wer? Ein Freihändler. Erzählt mir mehr über diesen Freihändler. Er kommt alle paar Wochen kommt er mal von seinem Schiff nach unten und kauft uns die grünen Dinge ab, die wir hier haben. Das ist erst unsere dritte Expedition. Viel wissen wir nicht. Und wann erwartet ihr ihn das nächste Mal? Er kommt unregelmäßig. Er hasst die Hauptstadt. Wir wissen es wirklich nicht. Wir lagern das alles. Dieses Lager wäre interessant. Misola Makarios sprach, liegt im Dienst die Erlösung. Es mag sein, dass ihr euer Leben tauscht für einen Dienst am Imperator retten könnt. Ja, derweil kannst du sehen, wie wohl sich einer von beiden um seinen Hals herumfingert und hat da wohl irgendwie so einen Talisman, den er gerade streichelt und betet. Der Talisman selbst sieht nicht imperial aus, aber das Gebet ist sehr wohl irgendwas in Richtung Terra. Ich pack mir die beiden einfach und es geht hinauf zu Bruder Octarius und Gabriel. Okay. Ist Gabriel, oder? Ja, doch. Ja, gut. Und dann oben angekommen, die beiden sind vermutlich ein bisschen durchgerüttelt, stelle ich sie vorhin ab. Sie gehören euch. Ich denke, sie können uns von Nutzen sein. Das will ich hoffen, sonst sterben sie unverzüglich. Wie viele gibt's denn von euch? Ruhe, sprich nur, wenn man dir eine Frage stellt. Ja, ich schaue mir zuerst einmal dieses Xeno-Artefakt an. Also du kannst dir auf alle Fälle diesen Talisman ansehen, den er um seinen Hals trägt. Mhm, gute Idee. Ich habe verbotenes Wissen Xenos. Das sieht aus von Menschen gefertigt oder verbessert, wenn man es denn verbessert nennen möchte. Würfel mal auf verbotenes, ja, das sieht gut aus. Es ist zumindest nichts, was dir in den Sinn kommt. Könnte eventuell Dark Elder sein, aber dafür ist es nicht scharfkantig genug. Elder ist es auch nicht. Du gehst so ein bisschen, also es gibt halt auch von den Tyranniden gibt es wenige Artefakte, die dir bekannt sind. Auch von den Genestealern nicht. Die Orks haben irgendwelche Totems. Dazu stinkt es auch nicht genug. Du bist dir nicht ganz sicher. Das ist irgendeine unbekannte Xenos-Rasse, die hier ihre Talismane gegeben hat oder irgendwelche generellen kleinen Artefakte, die dann eben mit menschlicher Handarbeit, irgendwie Goldklöppelei oder so etwas, ummantelt worden sind und die dann eben als Amulett dienen. Ja, also der hat es ja wahrscheinlich an der Kette um den Hals, ne? Genau. Ja, ich reiß diese Kette ab, so ein bisschen brutal, und schau mir das halt genau an, ne? Jetzt ist die Frage, was hier stabiler ist, der Hals oder die Kette? Ja, ich denke mal schon, die Kette. Also die Kette wird reißen, ja. Der reißt ihm den Kopf ab, weil er die an der Kette zieht. Das war jetzt nicht so ihr der Plan. Ja, ihr ey. Habt ja noch zweiten Menschen. Ja, genau. Es gibt, wäre dann wie so Guillotinen, so einmal Kopf durch. Ja, nee, also... Die Kette war leider aus Monodraht. Autsch, Monofilamentdraht, genau. Ja, du kannst ihm die Kette abreißen und betrachtest dann dieses merkwürdige, ja, grün schimmrige Objekt. Sprich, von welcher verdorbenen Xenorasse ist dieses Artefakt? Von den Wiedergeborenen. Sie liegen begraben im Ozean von
Von Karlak. Mein Name ist Stefan und das ist Kall und Wir liegt unten tot. Was wir wissen wollen, ist, wo ihr eure Ware lagert und wo ihr euch mit dem Freihändler trifft. Und noch alles, was ihr über diese verborgene Lagerstätte dieser Necrons wisst, dieser Wiedergeborenen wisst. Wir wissen nicht, das ist die dritte Expedition seit der Eröffnung. Das war ja vorher zu und jetzt sind wir runtergeklettert. Brüder Internus Vox, wir müssen unbedingt auch den Abitus Bescheid sagen, dass die das hier absperren, ne? Eine gute Idee. Ich werde mich jetzt hier unten nochmal umschauen, ob ich noch was finde, und dann komme ich auch unten nach oben. Wisst ihr von anderen, die sich ebenfalls nach hier unten gewagt haben und diese heilige Stätte geplündert? Ja, also, keine von uns, aber wir wissen, dass es gibt da wohl noch einige Kultisten, die noch mehr Einfluss haben. Sie sitzen dort unten und halten irgendwelche Treffen ab. Aber sie sind sehr mächtig.